Willkommen! In diesem Video lernen Sie Theodor Walloffs Biografie und seine grundlegenden philosophisch-pädagogischen Einflüsse kennen. Neben biografischen Daten erhalten Sie dabei einen ersten Einblick in die für die Philosophie und Pädagogik Walloffs wichtigen Methoden, Begriffe und Konzepte. Theodor Walloff wurde am 14. Januar 1911 als Sohn eines 1914 im Ersten Weltkrieg gefallenen Oberlehrers in Magdeburg geboren und siedelte mit der Familie bereits 1915 nach Kassel über, wo er seine Schulzeit verbrachte. Er studierte danach Chemie, Biologie, Philosophie, Psychologie und Religionswissenschaft an den Universitäten Göttingen, Wien und Berlin, wo er bei Nikolai Hartmann Philosophie belegte und 1937 über den Vorstellungsbegriff bei Immanuel Kant promovierte. Im Jahr 1937 trat er bedenklicherweise auch der NSDAP bei, was seiner akademischen Karriere nicht hinderlich sein sollte und sich in manchen seiner pädagogischen Formulierungen auch niederschlug. So war er etwa nebenamtlich für das Amt Wissenschaft der NSDAP-Reichsleitung tätig, wurde 1938 Bibliotheksreferendar in Halle und 1940 Bibliotheksassistent. Nach seiner Habilitation über Das transzendentale Problem in der gegenwärtigen Philosophie 1943 in Berlin und seiner Ernennung zum Privatdozenten in Halle 1944 ging er 1946 nach Köln und arbeitete dort erneut als Bibliotheksassistent. 1952 wurde er außerplanmäßiger Professor, 1955 außerordentlicher und 1956 ordentlicher Professor in Mainz. 1979 trat er in den Ruhestand. Walloff war philosophisch besonders von Nikolai Hartmann, Martin Heidegger und Arnold Gehlen, pädagogisch vor allem von Johann Heinrich Pestalozzi beeinflusst. Walloff schuf im Rahmen seiner skeptischen Didaktik eine Synthese von Philosophie und Pädagogik, die die Verbindung von antiker griechischer Philosophie mit den Leistungen der Neuzeit und dabei vor allem mit Kant und Fichte anstrebte. Als Standardwerk gilt seine, teilweise mit Klaus Schaller erstellte, dreibändige Pädagogik, die eine Geschichte der Bildung und Erziehung von der Antike bis zum 20. Jahrhundert umfasst und zwischen 1969 und 1973 erschien. Wohl am bekanntesten ist seine skeptische Didaktik aus dem Jahr 1970. Nach langjähriger und ungebrochener Forschungs- und Lehrtätigkeit starb Theodor Walloff am 20. Dezember 1995 in Mainz. Bemerkenswert ist, dass Walloff durchwegs darauf bedacht war, eine Verbindung zwischen dem transzendental-kritisch-skeptischen Ansatz des Kantianismus und der Fundamentalontologie Martin Heideggers zu leisten. Dabei formulierte er eine eigenständige und auch eigenwillige Verbindung von Erkenntniskritik und der Frage nach dem Sinn von Sein. Diese beiden philosophischen Traditionsstränge sind für seine Didaktik grundlegend, wobei politisch auch zu bedenken bleibt, dass Martin Heidegger sich wie Walloff für den Nationalsozialismus engagierte. Im Rahmen der pädagogischen Fragestellung ist es vor allem Johann Heinrich Pestalozzi und dessen anthropologische Unterscheidung zwischen dem gewahrten und dem gewährten Menschen sowie dessen Begriff der gläubigen Liebe, die Walloffs Interesse weckten. Dabei steht bei Pestalozzi die gläubige Liebe im Zentrum des Menschlichen und ist auch für den Erzieher von großer Bedeutung. Sie geht bei Walloff kritisch in den Begriff der Menschlichkeit ein. Walloffs Didaktik umfasst auf allgemeinster Ebene ein breites Spektrum von didaktischen und pädagogischen Konzepten, das von einer eingehenden Diskussion der Institution Schule über eine rudimentäre Medientheorie hin zu elaborierten Forschungs- und Unterrichtsmethoden reicht. Dabei weist Walloff auch Lehrenden und Lernenden verschiedene Funktionen zu und diskutiert eingehend die Aufgaben, Inhalte und Ziele des Unterrichts. Walloff lebte vom 14. Januar 1911 bis zum 20. Dezember 1995. Seine Lebensspanne umfasste mithin das Zeitalter der beiden Weltkriege, des Nationalsozialismus und des Kalten Krieges. Von 1956 an hatte Walloff bis zu seiner Emeritierung 1979 eine Professur in Mainz inne. In seiner skeptischen Didaktik versuchte er vielfach, die Tradition der Transzendentalphilosophie Immanuel Kants mit der Fundamentalontologie Martin Heideggers zu verbinden.
Pädagogisch setzte sich Balloff eingehend mit Johann Heinrich Pestalozzi auseinander und übernahm von ihm das Konzept der gläubigen Liebe sowie die Unterscheidung zwischen dem gewährten und dem gewahrten Menschen, der in seinen Begriff der Menschlichkeit Eingang fand. In Theodor Balloffs skeptischer Didaktik nimmt die Menschlichkeit einen zentralen Platz ein. In der Überkreuzung und Verbindung der Philosophien von Immanuel Kant und Martin Heidegger entwarf Balloff eine ebenso eigenständige wie eigenwillige Anthropologie, die für seine skeptische Didaktik von zentraler Bedeutung war. Dabei spielte die Konstitution der Persönlichkeit in der Auseinandersetzung mit dem Sein eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Bildung. Der Bildungsprozess markiert aber auch die Freiheit der Menschen von äußeren Determinanten. Balloffs Didaktik umfasst eine Vielfalt von didaktischen und pädagogischen Konzepten, die von einer eingehenden Analyse der Institution Schule über eine rudimentäre Medientheorie hin zu elaborierten Forschungs- und Unterrichtsmethoden reicht. Dabei weist Balloff auch Lehrenden und Lernenden verschiedene Funktionen zu und diskutiert eingehend die Aufgaben, Inhalte und Ziele des Unterrichts.